Good morning, boys and girls. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Burger Madness. Und ihr habt schon im Thumbnail gesehen, wir machen heute einen unglaublich geilen Breakfast Burger. Und zwar nicht irgendein Breakfast Burger, sondern ein Original Texas Breakfast Burger auf einem wunderschönen Bagelbun. Kommen ganz viele Sachen, die ihr schon aus Barbecue Madness hier kennt. Und natürlich ordentlich. Halleluja. Ordentlich. Halleluja. Ordentlich. Halleluja. Richtig. Also, Boys and Girls, bleibt dran. Bis gleich. Alright, Freunde, starten wir direkt rein. Die erste Frage ist, warum ist das jetzt überhaupt ein Texas Breakfast Burger? Kurze Antwort, so ganz genau weiß ich es auch nicht. Weil Spiegelei drauf ist, kleiner Teaser, nennt sich irgendwie Texas Breakfast Burger. Da seid ihr aber die Architekten, wie texanisch oder Tex-Mex-mäßig ihr das macht. Apropos machen, wir schauen uns jetzt erstmal an, was überhaupt in unseren Texas Breakfast... Wir schauen uns jetzt aber erstmal an, wie sich unser Texas Breakfast... Wir schauen uns jetzt aber erstmal an, was in unseren Texas Breakfast Burger alles reinkommt. Starten wir direkt mal rein und schauen uns mal die Architektur unseres Burgers an, beziehungsweise was wir heute alles auf die Buns ballern. Angefangen natürlich mit einem unglaublich geilen Patty. Da haben wir nicht nur Rinderhack klassisch, sondern er soll ja auch ein geiler Breakfast-Burger sein. Richtig schöne Chili-Würste, das gibt nochmal den Extra-Kick. Das Ganze werden wir quasi smashen, zwei Patties. Dazwischen kommt unglaublich leckerer, geriebener Cheddar-Käse, damit das auch alles so usenmäßig komplett vor sich hin schmilzt. Wir machen eine unglaublich geile Frischkäsecreme aus Cream Cheese und Meerrettich. Wir machen ein richtig geiles Relish aus unseren selbst eingelegten Gurken Nowitzki, Burgergurken und frischen Jalapenos. Wir werden für die absolute Breakfast Experience noch ein Ei Sunnyside Up richtig schön braten. Es kommt selbstgemachter Bacon Jam oben drauf. Es kommen unsere geilen eingelegten Zwiebeln mit drauf und natürlich nicht zu vergessen. Und das Ganze packen wir zwischen einen richtig, richtig geilen, selbstgebackenen Bagel. Apropos Bagels, liebe Leute, im Rezept stehen übrigens Brioche Burger Buns. Aber ich möchte unseren Burger auf ein neues Level heben und richtig geile Breakfast New York Style Bagels machen. Die habe ich gestern frisch gebacken. Ah, was? Glaubt ihr mir nicht? Oder ihr wollt wissen, wie ich die gemacht habe? Dann kommt hier ein kurzer Bagel-Einspieler. Na Leute, habt ihr gekickt, wie Bagels gemacht werden? Sauber. Dann gehen wir jetzt mal in die Vorbereitung. Wir haben uns beim Metzger Rinderhack durchlassen lassen. Durchwolfen lassen. Lasse hat uns durchgelassen mit 20% Fettanteil. Nicht wundern, das lag hier schon, wir haben ein bisschen aufgebaut, lag hier schon ein bisschen draußen. Ist nicht mehr ganz so hell, ist aber wirklich frisch, ist ein bisschen hier an der kalten Luft oxidiert. Die Vorbereitung ist relativ simpel. Wir haben hier diese rohen Chili-Würste und da ist natürlich immer der Darm noch drumherum. Den könnt ihr aber einfach einschneiden mit einem Messerchen und pultet hier einfach raus. So, habt ihr vielleicht schon mal hier sehen zu Hause oder so. Sprinkeln das hier einfach quasi rein. Das machen wir mit dem zweiten auch noch so. Ich habe jetzt hier, falls jemand fragt, 600 Gramm Rinderhack und das sind zwei Chili-Würste. Die werden wahrscheinlich so 120, 130 Gramm haben. Ja. Alles reingepult und dann werden wir das alles miteinander schön verkneten. Puristen werden sagen, aber Freddy, warum knetest du jetzt dieses wunderschöne Rinderhack? Das wird doch komplett komprimiert. Wir wollen doch eine richtig lose Hackmasse. Habt da an sich natürlich recht, Leute, aber wir machen ja keine richtig dicken Patties, wo wir reinbeißen wollen. Das soll so wie auf Wolken sein, wenn ihr in euer Beef Patty beißt. Sondern wir machen ja eh Smash Burger, weil...
Es wird eh gesmashed und dadurch wird es eh ziemlich, ziemlich platt. Bällchen sind geformt, das sind so circa 80 bis 90 Gramm Bällchen. Auch wieder für die Puristen, wir werden heute keine originalen Smash Patties machen, also wir werden die nicht komplett auf die ganze Fläche drücken, dass die nur noch so ein Millimeter sind, sondern wir werden die nur ansmashen, also quasi drücken. Ein bisschen Struktur werden sie haben, beziehungsweise ein bisschen Höhe von so, ja, 1, 2, 2,5 Zentimetern. Vielleicht können wir uns darauf einigen, liebe Leute, es sind angesmashte Patties. Starten wir mit dem Cream Cheese Dip. Und natürlich zu so einem geilen Bagel gehört auch Cream Cheese. So, jetzt werdet ihr natürlich zu Recht sagen, Freddy, das Ding heißt Texas Breakfast Burger und du haust hier New York Bagels drauf, du machst hier New York Cream Cheese. What the f*** ist das denn? Leute, ihr habt recht, es ist ein bisschen adaptiert, beziehungsweise ich habe ja den Bagel ausgetauscht. Im richtigen Rezept ist es ein Brioche Bun oder ein Potato Bun. Wenn ihr mal googelt oder auch mal in einschlägigen Büchern, Burgerbüchern nachguckt, ist ein Texas Breakfast Burger mit Ei. Also es scheint sich wirklich darauf zu konzentrieren, dass da ein Ei Sunny Side Up, also ein Spiegelei drauf ist. Warum der jetzt wirklich Texas Breakfast Burger heißt, I don't know, Leute. Ich habe viel recherchiert, ich habe es nicht rausgefunden. Falls jemand von euch mehr weiß als ich, gerne unten drunter schreiben. Bin ich sehr, sehr offen für alles an Feedback und Knowledge, wie man so schön sagt in US&A. Das hier ist jetzt ein ganz normaler Frischkäse mit einem, ich glaube, weiß ich nicht, 20-30%igen Fettanteil. Ich darf den Namen leider nicht sagen, aber Tom Hanks hat in dem Film mitgespielt. Schreibt mal unten drunter, wenn ihr wisst, welchen Film ich meine. Hier haben wir noch ein Stück Meerrettich und falls ihr euch fragt, warum ist der schon so schön angepflockt, ich habe letzte Woche mal wieder Nosferatu gesehen und wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Das lag so neben meinem Bett. Der ist natürlich hier so ein bisschen trocken, aber das ist gar nicht schlimm. Wir schneiden hier einfach ein gutes Stück ab und werden den einmal von der Rinde befreien. Cream Cheese ist hier. Wir reiben hier einfach so einen guten Esslöffel Rettich in die Schüssel zum Käse. Und jetzt ist es ziemlich simpel. Einfach ein bisschen gutes Salz. Ich habe hier Salzflocken, ein wenig Zucker natürlich. Bisschen Pfeffer kommt einfach noch rein. Da nicht sparen mit den Waren. Wir haben ja eine dünne Schicht Cream Cheese im Verhältnis zu dem, was alles noch drauf kommt. Darum gerne den Cream Cheese immer ein bisschen stärker würzen, als wenn ihr den so pur essen würdet. Last but not least, kleinen Schuss Essig. Hebt den Eigengeschmack und macht euren Cheese einfach nochmal eine Nummer geiler. Das verrühren wir einfach ganz fix. Ready. Um die Eier kümmern wir uns gleich. Hier haben wir unsere selbstgemachte Barbecue-Soße. Sehr, sehr geil übrigens auch. Kommt als Add-on natürlich noch mit drauf. Blende ich hier oben einmal ein. Könnt ihr die, bis das Video vorbei ist, schnell noch selber nachmachen. Die geilen Zwiebeln sind auch schon eingelegt seit ein paar Tagen. Geile Zwiebeln. Blende ich hier oben natürlich auch ein. Noch im Reigen haben wir natürlich Bacon Jam. Das ist ein absolutes Muss. Auch den blende ich hier oben einmal ein. Könnt ihr alles in Massen machen. Zum Schluss unseres Intermezzos machen wir noch ein schnelles Relish. Und das besteht aus den eingelegten Burgergurken, unsere Gurk Nowitzkis und frischen Jalapenos. Die sind, glaube ich, sehr, sehr scharf. Aber wir werden Sebi gleich einfach mal probieren lassen. Denn das ist mein Trick für euch zu Hause. Wenn ihr nicht wisst, wie scharf Chilis sind, lasst einfach ein Familienmitglied einmal probieren. Ich freue mich gerade, dass du mich als Familie bezeichnest. Richtig, Sebi, nicht nur du bist Family, sondern auch ihr da draußen, die jede Woche unsere Folgen gucken und euch darüber freut. Liked, kommentiert und das Glöckchen auch anmachen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wir sind sehr, sehr froh, euch bei uns zu haben. Und deshalb ist das ein absolut geiler Übergang, denn ich darf hier in eigener Sache kurz mal Werbung machen. Wir haben was richtig, richtig Geiles auf die Beine gestellt für euch, für die Community. Zieht euch das mal an. Dieses Barbecue-Festival wird legendär. Bernhard Baconville. Sei am 10. Juni in Düsseldorf dabei. So schmeckt Barbecue.
Jetzt anmelden und gratis Burger sichern. Bernhard Baconville. Na Leute, Bock drauf? Das wird eine richtig geile Zeit und ich würde mich freuen, wenn ihr kommt, weil ich bin auch da und wir könnten zusammen grillen. Sehr cool. Apropos grillen, ich habe jetzt, während ihr geguckt habt, hier das Relish einmal fertig gemacht. Einfach nur Gurken und die Jalapeno einmal gehackt. Das ist es auch schon. Und dann können wir auch schon an den Grill gehen. Willkommen an meinem Grill. Hier fangen wir mit dem Bacon an. Und ich habe den Bacon kalt auf die Plansche gelegt. Und jetzt wird sich erstens der ein oder andere fragen, warum legt der Freddy den Bacon kalt da drauf? Und zweitens, was ist denn das für eine Plansche? Leute, habt ihr mich verarscht? Ihr habt gesagt, für Earl gibt es keine kleinen Planschers. Und jetzt hat er hier eine kleine Plansche liegen und nicht die große. Zum letzten Ding kann ich direkt was sagen. Keine Panik auf der Titanic. Das ist die Plansche von Fred. Und wenn ihr mal genau hinguckt, passt die hier auch nicht richtig drauf. Die passt nicht richtig unter den Brenner. Und die wackelt hier. Das heißt, würde ich jetzt einen Rost rausnehmen, würde die nicht richtig da drin sitzen. Außerdem ist die einer Plansche, wie ihr hier seht, weitaus größer als einer der Roste. Allerdings könnt ihr natürlich, wie ich, das Ding einfach auch auf den Earl setzen und auf der linken oder bis zur rechten Seite, wo dann der Brenner, die Brennerbox hier anfängt, den einfach ganz normal als Planscherplatte verwenden. Und zu Punkt 1, ich habe den Bacon jetzt kalt aufgelegt und mache jetzt erst die Brenner auf kleine Flamme an. Das ist so ein bisschen wie Kartoffeln kochen, packt er auch nicht ins heiße Wasser, sondern durch die Hitze, die langsam steigt, wird der Bacon dann langsam in der Phase des Aufheizens gegart. Und wenn er auf Hitze ist, wird er nur noch crisp gemacht. So bekommt ihr absolut geile Ergebnisse, aber das seht ihr ja gleich. Also hier einmal an auf klein, hier einmal an auf klein und dann lassen wir die Dinger einfach mal so ein Viertelstündchen da liegen. Das gibt mir Zeit, euch jetzt einmal zu zeigen, wie ich richtig gute Spiegeleier mache. Und Sebi, endlich geht es hier auch mal um meine Eier. Ich mag Eier. Das erste ist, wir machen das jetzt in der Gusspfanne. Natürlich könnt ihr auch auf dem Seitenkochfeld oder im Keramikbrenner eine beschichtete Teflonpfanne benutzen oder eine Aludruckgusspfanne oder was ihr auch möchtet. Ich habe jetzt hier Gusseisen, weil ich finde Gusseisen ziemlich geil. Außerdem haben wir das im Programm. Blende ich hier oben ein, falls ihr noch keine Gusspfanne habt. Der Chef wird sich freuen heute, ne? Wie immer. Und die Pfanne habe ich jetzt circa 5 Minuten vorheizen lassen auf der kleinsten Stufe des Brenners. Ihr werdet jetzt, wenn er sagt, ja, Spiegelei ist doch kein Ding. Ich pack einfach hier Öl rein und dann kommen die Eier da rein, dann spritzt das überall rum und dann ist das Ei fertig. Japp, kann man natürlich so machen. Ich möchte aber schöne Eier haben. Es ist mir ein Anliegen, schöne Eier zu haben. Und ich möchte nicht mit so viel Öl arbeiten. Deswegen gibt es einen sehr, sehr einfachen, wie aber auch ja, ziemlich guten Trick. Das ist relativ simpel. Wir packen ein wenig Öl unten rein und salzen dann die Oberfläche. Vorteil ist, wenn wir die Oberfläche salzen, erstens, das Ei wird gesalzen, aber nicht von oben. Also ihr habt dann keine Sprinkle drauf oder manchmal gerinnt dann auch das Eigelb so ein bisschen oben oder sieht nicht mehr so schön aus, bildet so weiße Spots. Wir haben aber eine gleichmäßige Salzung unten drunter und zum Zweiten fungiert das Salz unter dem Eiweiß als quasi Schutzschicht. Macht erstens den Boden knuspriger und zweitens lässt sich das Ei auch viel, viel besser vom Pfannenboden lösen. What the f***?
haben wir denn da geschaffen, Sebi? Schon wieder so ein Koloss, ey. Aber hallo, wir hatten wenig Burger in der Barbecue Madness, wo die Patties eigentlich bei dem Ganzen drumherum fast untergehen. Ja, jetzt weiß ich vielleicht auch, warum der Texas Breakfast Burger heißt, weil die Texaner haben ja ein sehr ausgewogenes Frühstück auch. Und es gibt ja in Texas auch so tolle Sachen wie diesen Heart Attack Burger. Also cholesterinmäßig habt ihr da auf jeden Fall was für 2023 durch. Deswegen, ich werde den jetzt direkt mal... Ich glaube, ich brauche ein größeres Messer, Sebi. Oh mein Gott. Das Ei läuft da so schön runter. Läuft hier ein bisschen weg. Machen wir es mal richtig breakfastmäßig und spießen hier noch so einen Spieß rein. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Oh. Guck dir mal das an. Patty ist noch rosa, es verschmilzt alles unglaublich schön ineinander. Hier sieht man im Ei, siehst du, unten haben wir diese richtig schöne, krosse Schicht durch Salz und das langsame Anbraten. Wir haben hier das Ei halb durch und oben halt den weichen Kern. Dann traue ich mich mal ran, werde probieren im Zuge der Wissenschaft hier. Falls wir uns nicht mehr sehen, Freunde, es war schön mit euch. Irgendwelche letzten Worte noch? Es hat gut geschmeckt. So wird man dich in Erinnerung behalten mit diesem Gesichtsausdruck. Da passiert so viel. Hackfleisch ist da, Creme vom Eigelb, vom Cream Cheese, ein bisschen Schärfe, Sesam, dieses fluffige Bagel-Moppet. Käse ist drin, das Saure auch von den Zwiebeln, ein bisschen Süße auch durch die Zwiebeln, Bacon. Ja, das ist wirklich ein komplettes Frühstück in sich. Ich glaube, das ist vielleicht die Intention. Also es ist ein komplettes Frühstücks-Brunch-Gericht in einem. Wahnsinn. Sebi, ich bin gespannt. Ja, was du sagst. Uiuiuiuiuiuiuiui. Da, schau mal. Das lasse ich mir so tätowieren als nächstes. Oh, ja. Also da hast du dich mal wieder selber übertroffen geschmacklich. Bacon mit Barbecue-Soße und dem Cream Cheese obendrauf. Unfassbar lecker. Ich finde, das Relish kommt richtig, richtig geil raus. Mit der Schärfe hat einen richtig geilen Kick mit dabei. Da ist halt echt von süß, sauer, salzig, cremig, alles mit drin. Also da reicht ein Viertel Burger, da bist du auf jeden Fall auch satt. Wir müssten uns vielleicht noch irgendwie was überlegen, wie wir den handlicher gestalten, dass man den besser essen kann. Für den nächsten Sonntag auf jeden Fall Nachmachtpflicht. Mästet eure Liebsten. Alright! So sieht's aus, Leute. Ein komplettes Frühstück. Das ist ein absolut geiler Breakfast-Burger, um ihn mit euren Liebsten zu teilen. Dieses Teil hat nicht nur von der Kalorien- und der Cholesterinanzahl so hohe Werte, dass man ihn teilen muss. Trotzdem ist es auch sehr, sehr füllig. Also es ist sehr, sehr viel dran. Sogar Sebi hat den Ganzen nicht geschafft und das ist sehr, sehr selten hier in der Barbecue Madness. Das ist wahr. Teilt ihn, schneidet ihn, viertelt ihn. Das ist ein Burger zum Teilen. Bleibt nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zugucken. Habt ein wunderschönes Wochenende. Kommt gut in die nächste Woche. Ich sag ciao, Kakao und howdy und see you later, Alligator. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe!